Travelcam TV auf der ITB 2016 in Berlin. Und nun geht's für einen kleinen Augenblick nach Bayern an den Tegernsee. Wir zeigen Ihnen gerade, wie es vor kurzem dort noch so aussah. Sie werden sich fragen, ja, wo ist denn der See? Schneegestöber, weiße Landschaft. Ja, und dann schwenkt unsere Kamera in Richtung Hotel. Vor kurzem also noch Schnee in Bayern und jetzt zurück nach Berlin aufs Dach des Park Inn am Alexanderplatz mit einem Schwenk über Berlin hierher zur ITB. Herzlich willkommen, Martin Stockburger, Vizepräsident für Verkauf und Marketing bei Althoff Hotel Collection. Genau. Das klingt speziell und das wollen Sie auch anbieten. Wir wollen über Luxus sprechen, weil Sie sagen, unsere Hotels, unsere Häuser stehen an den schönsten Orten in Europa. Wie definieren Sie Luxus im Hotel? Luxus ist, glaube ich, zuallererst, auch insbesondere in diesem Land, nicht laut, sondern zunächst mal Qualität. Mhm. Dieses Land, unsere Gäste und das, was wir tun, schätzen vor allem, dass das perfekt ist. Und Perfektion ist vielleicht ein anderes Wort für die absolute Qualität, die, wenn ein Gast eines unserer Hotels betritt, er eben sowohl in Service, in dem Design, in dem, was er auf dem Teller präsentiert bekommt, erwarten darf und bekommt. Und das ist Made in Germany ist, glaube ich, zuallererst mal Qualität. Nicht die besondere Auswahl, sondern die exzellente Auswahl? Genau. Also ich glaube, dass heute ist der Lifestyle sicherlich das, was man isst, wie man lebt, das, was man erlebt. Und das ist, glaube ich, nicht grundsätzlich das Alleraußergewöhnlichste. Also wir leben in einer Zeit, wo das akzeptiert ist, dass es im Februar keinen Erdbeerkuchen gibt. Und wo eher das Besondere in der Authentizität, der Ursprünglichkeit, dem Besonderen liegt, das muss nicht die Exotik sein, sondern vielleicht eher die perfekte Qualität oder die Art und Weise, wie sie es präsentiert bekommen, das macht die Dinge besonders, nicht die entlegensten Orte oder die größten Palmen. Ist das ein Klischee? Müssen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders gut von den Augen ablesen können? Ich glaube, gehen wir weg von unserem Beruf, gehen Sie ins Privatleben, da haben Sie es immer mal wieder mit Menschen zu tun, die passioniert und gerne Gäste bewirten, Gastgeber machen sind. Machen wir alle gern. Ganz genau. Und da fühlen Sie sich wohler. Ja. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Unsere Mitarbeiter, die müssen nicht Wünsche von den Augen ablesen, das hört sich so eher 20 Jahre zurück an, sondern ich glaube, die müssen das, was sie tun, gerne tun. Okay. Und wenn die Mitarbeiter das aus Überzeugung und Passion tun, dann werden sich die Gäste wohlfühlen und das am Ende vom Tag ist der Geschäftserfolg. Wenn die Gäste gerne wiederkommen, dann haben wir das erreicht, was wir tun wollen, nämlich einen tollen Aufenthalt geboten und den besten Samen in die Erde gelegt, dass die Gäste wiederkommen. Hotel Collection klingt so, Sie haben gesammelt oder es hat jemand angefangen zu sammeln vor vielen, vielen Jahren. Falls es so war, nach welchen Kriterien? Also das ist in der Tat so, dass wir, da sind wir auch reichlich stolz drauf, ein mittelständisches Unternehmen sind. Übrigens das einzige Luxushotelunternehmen mit Sitz in Deutschland in einer mittelständischen Größe. Wir leben davon, dass Gäste glücklich sind bei uns. Da gibt es keinen großen Konzern, zu dem wir gehören im Hintergrund. Und da hat in der Tat Thomas Althoff vor circa 20 Jahren begonnen, Hotels nach seiner Idee in dieser außergewöhnlichen Qualität und mit der perfekten Kulinarik aufzubauen und hat sich eine Kollektion an eigentlich Hotelsolitären erarbeitet, die heute diese Althoff Hotel Collection ausmachen. Es ist eigentlich keine Marke im Sinne davon, dass jedes Hotel das Gleiche bieten würde, nur an unterschiedlichen Orten, sondern dass jeder Bestandteil dieser Kollektion auf seine Art einzigartig ist und in der Gesamtheit dann eben den Charakter einer wunderschönen Sammlung ergibt. Es ist eine übersichtliche Anzahl an Häusern. Wir finden sie am Tegernsee, aber auch in St. James in London. Genau. In der Nähe von Saint-Tropez. Genau. Das ist schon speziell genau ausgewählt. Jetzt sagten Sie, es ist nicht laut, also Luxus ist nicht laut. Andererseits mitten in London.
Ja, wobei in London, das ist ein sehr schönes Beispiel, in London sind wir sehr distinguiert. Mhm. Da liegt ein großer Kollege direkt auf der Ecke vorne an der Straße, da wo der viele Verkehr ist und das, was ins Auge fällt. Und dann geht man diese Stichstraße 20 Meter rein und dort sehr distinguiert, sehr zurückgezogen liegt unser Hotel. Sie haben nur 20 Meter bis ins Laute, aber haben eben die Privatesse dieses Luxury Townhouses mitten in London in einem der feinsten Stadtteile der Stadt, aber eben nicht in der ersten Linie, sondern sehr diskret, sehr privat, so wie wir das alle wahrscheinlich eher bevorzugen würden, in der zweiten Reihe, ein bisschen zurückgezogener, aber sehr, sehr zentral. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was am Ende vom Tag den Luxus ausmacht, das sehr genaue Abwägen dessen, was ich möchte und dessen, was ich vielleicht nicht so möchte und das genaue Heraussuchen, wie so ein Urlaubserlebnis oder ein Aufenthalt in der Tat sein soll. Hotels bestimmen beim jetzigen Buchungsverhalten immer mehr, ob der Urlaub gelingt oder nicht. Ja. Also die Zeiten des Pauschaltourismus gehen, glaube ich, ein bisschen zu Ende. Das Publikum wählt viel genauer aus und setzt das Paket dann, das Puzzle so zusammen, wie es das gern möchte. Wie behaupten Sie sich in diesem Wettbewerb, wie sorgen Sie nachhaltig für dieses Gefühl von Eleganz und Luxus? Wir arbeiten sehr stark in der Nische, sehr spitz in der Nische, bewegen uns ja in einem Marktumfeld, wo alle paar Wochen neue multinationale Kooperationen bekannt gegeben werden. Da können wir als kleiner Nischenanbieter, so wie der Bäcker oder der Metzger an der Ecke, ja nur dann existieren, wenn wir herausgehoben gut eine spitze Zielgruppe bedienen. Mhm. Nur dann können wir einen vermeintlichen Kostennachteil, den wir haben, wenn wir mit vielen Mitarbeitern einen exzellenten Service bieten wollen, nur dann können wir uns behaupten. Es ist in der Tat nicht der Massenmarkt und es ist auch nicht der Pauschalmarkt, auf dem wir überhaupt bestehen können mit unserer Struktur. Wenn man eine Säule unseres Unternehmens ist, Qualitätsorientierung, das schließt die günstigen Preise zunächst mal aus. Also es kann nicht, unseren Wettbewerb werden wir nicht gewinnen über den günstigsten Preis, sondern über die beste Qualität. Und da ist es sicherlich richtig, die Zielgruppe sehr genau zu betrachten und zu fragen, was möchte diese Zielgruppe? Und dann das ist keine Rocket Science, zu sagen, give the people what they want. Wenn die den perfekten Service und das exzellente Dinnererlebnis haben möchten, dann das in der Vollkommenheit eben der Zielgruppe auch zu bieten. Welche Rolle spielt das kulturelle Umfeld? Ist in der Tat ein großes Thema. Wir sprechen hier auch gerade auf der ETB viel über das Thema Pleasure, also die Verbindung von Businessreisenden mit privat bedingten Reisemotiven. Also das heißt, wenn man in eine Stadt wie Berlin kommt, dann geht man vielleicht doch noch abends in einem Museum vorbei und verbindet die beiden Dinge. Das war vor 30 Jahren noch nicht so der Fall. Und da spielt das in der Tat eine Rolle, dass das lokale Umfeld des Hotels mehr und mehr zu einem Thema für die Reisenden wird, sowohl im Privat- als auch im Geschäftsbereich. Martin, recht vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg für Sie. Dankeschön.